Das Geartronic von Liquimoly ist ein innovatives System für den kompletten Getriebeölservice bei Automatikgetrieben. Die perfekte Lösung, mit der Sie Spülung, Getriebeölwechsel und Zugabe von Additiven einfach, schnell und sicher durchführen können. Hier erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie leicht und intuitiv das Geartronic zu bedienen ist. Um einen Automatikgetriebeölwechsel im Messstabmodus durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor. Heben Sie zu Beginn das Fahrzeug kurz an. Öffnen Sie die Ölablassschraube an der Getriebeölwanne und entnehmen Sie eine Altölprobe in das entsprechende Fläschchen des Rückstellmustersets. Was es mit diesem speziellen Sicherheitscheck für Automatikgetriebe auf sich hat, erfahren Sie in Kapitel 6. Schließen Sie danach die Ölablassschraube und lassen Sie das Fahrzeug wieder ab. Entfernen Sie, sofern vorhanden, den Getriebeölmessstab bzw. verschaffen Sie sich Zugang zum Führungsrohr. Befüllen Sie anschließend mit Hilfe eines Trichters den Liquimoly Automatikgetriebereiniger nach Dosierungsvorgabe von Liquimoly über das Führungsrohr des Ölmessstabs. Positionieren Sie den Schiebeindikator etwa 25 mm höher als die Länge des Messstabs. Führen Sie nun den Tauchrohrschlauch mit dem gekerbten Ende voran in das Führungsrohr ein, bis das Schiebestück auf dem Rand des Führungsrohrs aufliegt. Schließen Sie die Schnellkupplung des Tauchrohrschlauchs an den schwarzen Schlauch für den Messstabmodus an. Dieser befindet sich auf der linken Seite des Geartronic. Bestimmen Sie die erforderliche Getriebeölmenge und die richtige Automatikgetriebeölspezifikation. Hierbei unterstützt Sie der Liquimoly Ölwegweiser. Schließen Sie das Stromversorgungskabel des Geräts an der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs an. Füllen Sie das richtige Getriebeöl in den Frischölbehälter. Drücken Sie daraufhin die Taste Dipstick Mode. Starten Sie den Motor. Der Liquimoly Automatikgetriebereiniger zirkuliert nun durch das Getriebe. Diese Zirkulation sollte etwa 10 Minuten durchgeführt werden. Schalten Sie währenddessen bei leicht angehobenem Auto mindestens zweimal alle Wählhebelstellungen und Gangstufen durch. Als nächster Schritt folgt der Getriebeölfilterwechsel. Vergewissern Sie sich zuerst, dass die Taste Dipstick Mode leuchtet. Drücken Sie dann die Taste Drain Pan. Das Geartronic entleert nun die Getriebeölwanne in den Altölbehälter. Drücken Sie die Stopptaste, sobald der Piepton kontinuierlich zu hören ist und die Process Complete Lampe aufleuchtet. Schalten Sie den Fahrzeugmotor sofort aus. Litern Sie die restliche Ölmenge, die sich noch in der Getriebeölwanne befindet, ab. Danach können Sie die Getriebeölwanne entfernen. Reinigen Sie dann die Getriebeölwanne und das Schaltschiebergehäuse mit dem ProLine Getriebegehäuse-Innenreiniger von Liquimoly. Erneuern Sie den Getriebeölfilter. Bringen Sie anschließend die Getriebeölwanne wieder an. Drücken Sie nun so oft die Plus-1,5-Liter-Taste, bis die zuvor entnommene Getriebeölmenge durch Frischöl ausgeglichen wurde. Drücken Sie dann die Stopptaste. Die Getriebeölfüllmenge wurde nun wieder auf den Ausgangspunkt angepasst. Im Anschluss erfolgt der Getriebeölwechsel. Überprüfen Sie hierzu erneut, ob die Taste Dipstick Mode leuchtet. Starten Sie dann das Fahrzeug und lassen Sie den Motor eine Minute laufen, bevor Sie ihn wieder ausschalten. Drücken Sie nun die entsprechende Liter-Taste. Runden Sie dabei die Ölmenge immer auf. Der Vorgang beginnt automatisch. Während des Ölwechsels wird die Frischölmenge, jedoch nicht die Altölmenge, angezeigt. Sobald die Lampe Start Engine aufleuchtet, starten Sie den Motor.
drücken Sie anschließend die Taste Start Engine. Nach Abschluss des Getriebeölwechsels ertönt ein akustisches Signal und die Lampe Process Complete leuchtet auf. Drücken Sie daraufhin die Stopptaste. Entfernen Sie den Tauchrohrschlauch. Befüllen Sie nun über das Führungsrohr des Ölmessstabs Liquimoli ATF-Additiv. Denken Sie auch daran, das ATF-Additiv nur in Verbindung mit Liquimoli TopTech ATF 1100 bzw. TopTech ATF 1200 zu verwenden. Prüfen Sie den Ölstand des Automatikgetriebes nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers. Setzen Sie den Tauchrohrschlauch gegebenenfalls wieder ein und korrigieren Sie den Ölstand, falls erforderlich, durch Drücken der Taste plus 1,5 Liter bzw. minus 1,5 Liter. Drücken Sie nach Abschluss der Ölstandkorrektur die Stopptaste. Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs aus. Der Getriebeölwechsel ist nun abgeschlossen. Entfernen Sie alle Leitungen und das Stromversorgungskabel des Geartronic vom Fahrzeug. Beachten Sie bitte auch, ob eventuelle Adaptionen mit der Fahrzeugdiagnose durchgeführt werden müssen. Unternehmen Sie zu guter Letzt eine abschließende Probefahrt. Liquimoli für die technische und optische Werterhaltung Ihres Autos. Alles aus einer Hand.